Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir aus der Let's Play Welt. Und ja, leider konnte ich nicht wirklich so ein paar Leute finden oder wie auch immer, die mir helfen konnten, was das Thema Portal setzen und so betrifft. Und ja, es gibt einige Änderungen. Wir befinden uns mittlerweile in der 1.0. Ich muss da eben mal so machen und dann so. 1.0.0 der Minecraft offiziellen Version. Und ihr seht unten irgendwie ganz komisch, wird alles zu Eis. Erstaunlich. Ich frage mich nur wieso. Denn eigentlich dachte ich, sind wir hier nicht in einem Eis- oder Schneebiom. Anscheinend doch. Und es sind auch so leichte Dinger irgendwie da drin. So Junk-Markierungen quasi. Ist leicht komisch. Ja, auf alle Fälle gibt's ein paar, ja, Nachrichten-News, wie auch immer. Und ein paar andere Informationen rund um das LP, möchte ich jetzt mal meinen. Diese Folge hier wird vermutlich am Montag ausgestrahlt werden. Also heute ist Montag, der 21. November 2011 dürfte es sein. Ja, hoffe ich mal. Und ja, ich habe mir Folgendes überlegt. Da wir jetzt in der neuen Minecraft 1.0.0 uns befinden, in der offiziellen Version, habe ich mir gedacht, ich werde noch einmal von vorne anfangen. Das heißt, wir machen jetzt sozusagen gleich eine dritte Staffel Minecraft. Nochmal komplett von vorne und diesmal habe ich mir gesagt, wir werden komplett ohne Mods spielen. Sprich, keine Ultimate Fist, kein Single Player Commons, kein Inventar, too many Items, was auch immer. Rein gar nichts. Das habe ich nämlich jetzt auch bei der Let's Show Welt gesagt. Ich werde nicht mehr hacken und cheaten, habe ich mir jetzt gesagt. Ich habe mir mit der 9.1 Pre-Release 4 habe ich daran gedacht, jetzt hörst auf, kein Werkzeug mehr cheaten, sondern alles, was du halt jetzt hast, kannst du noch hernehmen. Und das gleiche machen wir hier quasi auch, bloß hier fangen wir halt quasi von vorne an, auf einer neuen Welt. Und ja, dann gibt es noch ein paar andere Sachen, Fragen, wie auch immer. Vielleicht strahle ich diese Folge auch schon am Sonntag aus. Oder vielleicht doch am Montag und dann erst am nächsten Wochenende. Ja, ich sehe ja dann, wenn es heraus ist. Auf alle Fälle gibt es dann noch ein paar andere Informationen, Fragen, wie auch immer. Ich werde die Welt selber generieren, also einen ganz bestimmten Seed werde ich jetzt da vielleicht verwenden. Ich weiß es noch nicht genau, ich werde ihn euch aber dann, wenn ich es dran denke, nicht sagen und so. Und, also nicht zeigen, meine ich. Und wenn doch, dann tja, ist ja egal. Aber dann gibt es noch eine andere Information. Bitte frage eure Entscheidung, wie auch immer. Denn einige haben jetzt gesagt, und mit einige meine ich so ziemlich alle Kommentare, die dann sich unter diesem Video befanden, dass ich doch mal ein anderes Texturenpaket nehmen soll. Und ja, warum nicht? Aber dann habe ich mir gedacht, dann mache ich das gleich so. Ihr dürft entscheiden und sagen, welches Texturenpaket wir jetzt nehmen. Es ist natürlich jetzt noch ein bisschen blöd, weil jetzt gibt es wahrscheinlich heute, ich meine, gestern über die Nacht kam halt 1.0 raus. Das heißt, heute ist der 19. November. Wie gesagt, ich werde vermutlich mit dem LP erst kommendes Wochenende weitermachen. Das heißt, eine Woche jetzt kein LP. Tut mir leid, vielleicht finde ich in der Zwischenzeit immer mal wieder sowas anderes, wie jetzt halt auch die letzten paar Tage schon. Und ja, noch kurz zu dem zur Let's Show Welt. Dort werde ich weiterhin das Mises verwenden, denn ja, ich habe da alles mit Mises gebaut. Das heißt, auch die Let's Shows werden weiterhin im Mises Texturenpaket stattfinden. Ich bitte das zu was auch immer. Ja, ich glaube, das war's eigentlich auch schon. So viel gibt's da nicht zu sagen. Soll ich das gleich machen?
Soll ich dafür ein extra Video machen? Ich würde mal sagen, ich mache dazu ein extra Video. Wenn dieses Video draußen ist, werde ich hier eine Verlinkung dazu hinstellen und unten in der Videobeschreibung befinden. Wann ich dieses Video veröffentlicht werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht unter dieser Woche. Und ja, in diesem Video werdet ihr eine vielleicht kleine Überraschung, ich hoffe, es gefällt euch, erleben. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dennoch und bleibt mir dennoch hoffentlich treu. Aber wie gesagt, nächstes Wochenende dürft es weitergehen auf einer neuen Map. Ich freue mich schon. Bis dahin, euer Hohenkrebscreme. Ciao. Subscribe.